Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online und ich bin's, der Black, und ich bin heute nicht alleine. Ich bin mit Jolzen unterwegs, also Julian, und dem anderen Julian, also Meire. Das ist ja, diesem Pferd hier. Ja, genau. Ich habe ihn auch mal in Discord geladen. Der Grund, warum er da ist, er hat mich nämlich angeschrieben und gefragt, ja, warum wir nicht oder ob wir es nicht hinkriegen, irgendwie, möglicherweise, eventuell, vielleicht in die Arschroute zu gehen, weil wir haben ja, oder beziehungsweise wir, ja. Ich habe ja noch jede Menge Arschroute-Quests und da muss man ja mal sagen, ja, irgendwo muss ja auch mal ein bisschen für den Arsch sein, die Route. Und ja, genau, deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das hier. Ist übrigens nichts getropft. Aber wir können auch. Noch. Ja, kommt noch, erscheint noch. So, genau. Wir machen erstmal hier die Techniker fertig und dann gehen wir in die Arschroute, weil sonst bin ich im Arsch da. Sind auch tolle Architekten. Genau. Genau. Übrigens, der Julian ist krank. Also, wenn er sich komisch anhört, dann liegt das nicht daran, dass er krank ist, sondern weil es normal ist. Aber krank ist er trotzdem, ne? Also, erwartet nicht so viel von ihm. Ja, ähnlich viel wie von mir, also. Jawohl. Siehst du? Das passt doch. Wunderbar. Okay. Dann auf heute Hü. Muss mich erstmal an meine neue Tastatur gewöhnen. Ich habe mir jetzt doch mal wieder eine neue Tastatur gegönnt und eine neue Maus dazu, weil es war halt in einem Billigangebot und also runtergesetzt, nicht billig, sondern runtergesetzt und deswegen ein bisschen billiger und deswegen hatte ich gedacht, ach komm, nimmst du mit. Ich habe zwar eine vergleichsweise gute und relativ neue Tastatur gehabt, allerdings hat die hier einen Vorteil, die kriegst du viel leichter sauber und bei einer Katze, die sich gerne mal auf die Tastatur legt, wenn der Rechner aus ist, alternativ auch wenn der Rechner an ist, das hat sie meistens nicht gestört. Ja, ist das nicht immer günstig. Ja, brauchst du die Wächter hier? Ich habe keine Ahnung, warte, nein. Okay. Aber Architekten und Lehrlinge, also zumindest Architekten, Lehrlinge weiß ich nicht. Lehrlinge nicht. Okay. Weil okay, alles, was so kleines Zeugs war, habe ich ja machen können. Astans sind durch, die hier, also hier ist nichts. Die Architekten zeigt mir zumindest nichts an. Es gibt hier noch so einen Daily Mob Defector Astan. Falls du den jemals gesehen hast. Ja, nö. Also im Prinzip alles ja, in der. Also angezeigt werden mir sämtliche Quests in der hinteren Kammer. Also wir könnten da ganz okay. Durchlaufen. Gut. Sämtliche Quests. Handwerksmeister brauchst du wahrscheinlich auch, ne? Nö, erstmal husten, warte. Welcher Handwerksmeister? Nö. Die stehen da hinten. Ah, doch, warte, doch, da, sind, genau, doch, da, die, ja. Ja, die sind so stark wie Astans. Aha, ja, dann bin ich ja froh, dass du da bist. Was ein bisschen fehlt, ist Elo. Damit wir sie ein bisschen stressen können. Das war lustig, das letzte Mal. Ich bin mein Kleri dabei, ich darf doch jetzt mit zwei Tars spielen. Ach so, na gut, wenn du meinst. Aber verlang nicht, dass ich dich dauer heile oder sowas. Ich verlange, dass du mich nicht sterben lässt. Alles andere ist irrelevant. Das kann ich nicht garantieren. Ja, dann tut's mir leid. Dann logge ich hier wieder aus. Macht's gut, Leute. Die Folge ist relativ kurz, aber ja, ich kann ja auch nichts dafür. Ich kehre mal den Astern da, damit der nicht nervt. Ja, mach das. Ich renne mal ein Stück zurück, damit der da nicht nervt. Und dann gucke ich ganz kurz, wo bin ich denn? Ja, ich bin da. Vom Tierchen. Vom Tierchen. Ein bisschen ungewohnt ist noch die falsche Taste. Ich hab das auf der Maus, das Reittier. Ich hab's auf Position 1 liegen, da wo eigentlich früher das Haus war. Ja, ich weiß. Weil letzten Endes das Haus brauchst du ja auch nur zum Heilen und da bin ich, ja, mit dem Reittier ja schneller. Ja, kannst du da in die Ecke kommen? Ich habe mein Kleri jetzt geholt. Ich hole jetzt einen Astanika hierher. Ein Astanika. Ja, der Boss. Du bist also ein Boss? Nein, ich weiß nicht. Hast du mittlerweile eine etwas bessere Armbrust, dass ich nicht die Akku krieg? Geh mal von außen. Level 100 ist eine 120er Army, aber meine Skills sind halt einfach schon viel stärker. Gut, deswegen. Gut, ne? Das ist schon mal was wert. Der Häslige, der oder die Astaneka, ich weiß es nicht, was ist es jetzt? Das. Schau mal nach. Ich würde eher sagen. Schau mal nach. ja, jetzt macht mal richtig so. Magieverstärkung, schreckliche Waffe von Arkrute. Also, ich glaube ja, wenn du es doch mit der oder die beschreiben würdest, wahrscheinlich der. Bei den zwei Rohren, die da vorne unten raushängen.
Wieso? Zwei, was? Das, ist ja, ja, das sind halt zwei. Ich kann ja auch nichts dafür, dass der da übertreibt immer. Das ist ein Mutant hier. So, ja. Tod, da ist dein Drop. Schön. So, fertig. Können nach Hause gehen. Ja. Ja. Ich kill gleich mal den nächsten Mob hier. Ja, ein so. Astro. Astro, Astronaut. Ja. Ich wäre auch gern mal im Weltraum, muss ich zugeben. Ich nicht, das ist mir zu gefährlich. Also, ja, ich sag mal so, ohne Raumanzug oder ohne Raumstation oder Raumschiff drumherum würde ich das jetzt auch nicht wollen. Ja, aber so mal allgemein. Ja. Hm. Doch. Wenn wir hier übrigens fertig sind, kann ich dir das Zeug geben, was ich habe. Also, ich spiele ja den Char nicht mehr aktiv. Ich habe jetzt den Char nur eingeloggt. Mhm. Ich habe ja relativ aufgehört zu spielen wieder. Wurde wieder langweilig. Ich kann dir das Zeug, was ich habe, also Armband, die Armbrust und ich weiß nicht, wo. Du hast, glaube ich, ein Problem. Ja, ich sehe gerade. jo, na warte, ich laufe mal ein bisschen. Haben wir Zeit. Oh, das war der falsche Bolzen. Ja, genau. Geht mal auf den anderen. So, jetzt habe ich sie beide. Warum? Also du spielst nur auf Tefa nicht mehr aktiv oder allgemein halt? Ja, aus bestimmten Gründen wahrscheinlich wieder bald auf Eisel. Ah. Aber ja. Auf Tefa spiele ich allgemein halt nicht aktiv, aber wahrscheinlich wieder bald auf Eisel. Ja, gut, es war ja eh nie dein Main-Server. Insofern kann ich das durchaus nachvollziehen. Insofern. Ja, ich hab den Char hier. Oh lol, what the fuck? Was denn? Mein Kleri, 1 HP. Ui. Von was kriegt der eigentlich Schaden? Der ist tot. Ja. Das war eine AOE. Rest ihn mal. Auf hinter dir. Ja, hab's gerade gesehen. Ich kann ja einfach Partner rufen machen. So. Ach so, du bist mit dir selbst verheiratet? Ja. Findest du das nicht ein bisschen peinlich? Nee. Ich muss mich kurz neu buffen. Ja, mach das. Also so. Ich tät mich schämen, mit mir selbst verheiratet zu sein. Geht das überhaupt? Hast du nicht selbst Chars, mit denen du selbst verheiratet bist? Nein, tatsächlich nicht. Nicht echt einen. Nicht? Auf Eisel sind alle meine Chars. Nee, fast alle. Alle außer einer sind mit anderen von mir verheiratet. Nee, meine Chars, die verheiratet sind, also das ist ja auch tatsächlich immer noch der Großteil, zumindest von den Alten, was neue sind jetzt nicht mehr so, aber von den Alten, die sind tatsächlich alle verheiratet. Und alle, mit einem echten Mädchen, zumindest hat das mal echt gespielt. Mit einem echten Mensch. Das muss man dazu erwähnen, ne? Ja, das sollte man machen bei Online-Games. Ist ja nicht immer selbstverständlich. Mein Kleri ist ja auch weiblich. Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe auch weibliche Chars. Ist ja nichts gegen einzuwenden. Hat auch ein paar Vorteile. Also, als ich das erste Mal hier bei Fiesta einen weiblichen Char angefangen habe, das war meine Auraya, das war sehr interessant. Du hast dich eingeloggt, hast halt diesen weiblichen Char gehabt und dann kam einer, wollte dir permanent helfen. Gut, ja, das nimmt man natürlich mit, ne? Hätte nicht mehr so jeder erwartet, dass erstmal hinter einem weiblichen Char ein Typ sitzt. Also, das ist erst die Erwartung von allen. Mittlerweile. Ja. Das ist, wobei man das damals halt auch schon erwarten können. Aber vielleicht war er noch relativ unerfahren, das ist ja möglich. Ja, ich wollte gerade sagen, die Leute damals waren relativ naiv und unerfahren, alle. In jedem Spiel, ist ja auch in Minecraft nicht anders. Damals war jeder unerfahren und heute gibt's Millionen Taktiken. Genau, wie man was wo machen kann und warum überhaupt. wie man aus Würfeln Dreiecke machen kann und sowas in der Art. Alles klar. Aus Würfeln Dreiecke. Aus Würfeln Kreise. Ja, zum Beispiel. Nee, solche Mods gibt's ja tatsächlich. Ja, aber die sehen scheiße aus. Es ist ungewöhnlich. Sag mal so, der eine Mod, wo die Bäume so abgerundet werden, den finde ich ganz nett. Muss man sagen. Ups, Achtung, hinter mir. So, ansonsten, habe ich eigentlich so einen noch nie wirklich drauf gehabt. Minecraft ist halt eckig.
Wie viele? Oh, du hast was gepult. Nee, das war ich nicht. Ich geb's zu. Ich geb's zu. Du hast die Akro, also musst du das gewesen sein. Ja, genau. Ich hab dich ja nicht beschützt oder so. Ganz genau so ist es. Endlich gibst du es mal zu. Aber ich verzeihe dir, natürlich. Mir lieber, wie viele von du von den Mobs da noch brauchst. Von diesen hier, sag ich dir, wenn der hier tot ist, den hier auf jeden Fall. So. Das Tanika brauchst du ja nicht mehr, ne? Nee, den eigentlich nicht. Den hauen wir nur so nebenbei mal weg. So, 8 von 10 habe ich von den Astronauten. Und jetzt der Doppelschwanz, der ist ja schon, den brauche ich nicht. Das ist eigentlich ein Hund, der hat hinten ja auch so einen Schwanz. Das sieht aus wie ein Hund. Das stimmt. Interessant. Vor allem der Schwanz hinten bewegt sich auch hundemäßig, hat 4 Beine, das kommt hin. Naja, gut. Ein Robodog halt. Robodog. Oh Gott. Ja, was ist mit mir? Nein, du sollst dich nicht angesprochen fühlen. So. Oh, da ist noch ein Handwerksmeister gespawnt. Ja, genau. Ja. Ich hau einfach drauf. Wird schon passen. Ja. Solange ich AOEs drauf mache, solltest du keine Agro kriegen. Und du kannst ja meine Gifte nicht überschreiben. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Meine Gifte sind alle für 135. Da kriegt man auf alle Gifte neue Stufe. Ah, ja, so. Das ist toll. Aber ich glaube, ich hatte gerade kurz Aggro. Nee. Der hat mich angeguckt. Der wollte was von mir. Der hat mich eindeutig angeguckt. So, noch ein Astronaut und 10 Astan Quest gegen Kanonen und so. Du weißt schon. Okay. Ich hau auch mal mit dir. Du haust die ganze Zeit mit. Ja, ich weiß. Aber ich muss das mit erwähnen, weil wenn ich das nicht erwähne, dann denken, jetzt dachte ich, jemand hat mich von hinten in Aggro. Da war ja was, das nur du. Stehst du vor mir und schleichst dich dann auf einmal von hinten an. Das ist frech. Ja, ich weiß halt, wie man Blacks erschreckt. Oh, ich sehe gerade. Ich habe hier scheinbar noch nicht. Genau. Ach nee, okay. Mein Drop, genau. Nee, passt schon. Bei mir war alles gut, ich habe nur die falsche Taste gedrückt. jetzt ist hier kein Mob mehr. Beide tot. Du kannst mal auf der Karte schauen. Wir sind noch Mob-fidel. Du kannst mal auf der Karte schauen, was du noch alles brauchst. Also wie gesagt, die Handwerker, die 6 von 15 und dann 2 von 5 Pistolen von wem auch immer. So, ja, die sind auch von den Handwerksmeistern. Ja, das siehst du, dann passt ja. Ja, hier sind halt Rentner, oder? Relativ wenige. Ich glaube, die sind nur 2. Wenn du da stehen bleibst, kriegst du gleich eine AOE ab. Von das ist Spiel. Schön, ich freue mich. Du heilst mich doch sicher. Wenn du in einem Kreuz da stehst, das Kreuz heilt dich. Ach so. Das gibt Damage und heilt. Das gibt Damage und heilt? Kann sich's mal entscheiden? Das macht beides. Guck mal, eine Kanone, eine Pistole, 2 Pistolen und 80 Astan-Kanonen. 80. Naja, das wär's jetzt. 8. 8 reicht. Wir können schneller respawnen hier, ja, geht doch. Man muss nur meckern. Ja. Immer ein wenig Meckerei. Eieiei. Hier ist wieder ein Kreuz. Oh, jetzt brauche ich auch keins. Ja, das gibt halt Damage, ne? Mir? 2 Drops für dich. Pass auf, dass du Astanika nicht pullst. Abwarten. So. Okay. Hast du Glück gehabt, diesmal. Wir müssen mal wieder auf Respawn warten. Yay. Hui. Ich freue mich. Ja, ich mag die Arschroute trotzdem nicht. Auch wenn es relativ problemlos geht. Übrigens auch relativ problemlos, nicht zuletzt auch wegen den schönen hohen HP. Der Julian, der hat mir natürlich einen Buff gegeben, und zwar einen Set-Buff mit einer T6-Rolle, die ich ja mittlerweile mit Level 125 ja auch anlegen kann. Deswegen halt der neue HP-Rekord.
Für mich. Ja, aber das ist halt nur ein 112er Buff. Ein 132er Buff wäre halt noch schmackhafter. Ja. Man könnte es ja auch einfach so machen wie du, einen HPSP-Verlänger drauf oder sowas. Dann sieht es ja auch nicht ganz schlecht aus, wie man sieht bei dir. Ja, so ungefähr. Hätte ich eigentlich nicht gebraucht, aber sicher ist sicher, ne? Ja. Ich habe ja selber nur eine +3-Rüstung, eine 130er. Nö. Gut, du machst doch immer Last Hit, dann droppen Sachen. Cool, ne? Kannst du mal sehen, was ich von Damage mache hier. DMG. Steht hier, wurdest von einem alten Mann geschlagen. Was hat der gesagt? Ja. In seiner Sprechweise. Genau, und der hat wahrscheinlich mich damit gemeint. Aber bin ich echt schon so alt? Schattenzwerg hat sich den Titel Meisterverkäufer verdient. Herzlichen Glückwunsch, du Meisterverkäufer. So. Schattenzwerg sagt mir was. Oh lol, mein Cleric steht in der AOE-Range. Der das Julian knapp. Steht im Walde ganz still und stumm. Und macht der eine AOE, steht auch ein Cleric mit rum. Und der Cleric stirbt dann, weil er nur noch 105er Rüstung hat. Ja, genau. Ja. So ein Schwächling. Ich hätte auch theoretisch das. Meire, Klerine. HP, SP, Erweiterer. Achso, ja, nö. Brauchen wir nicht. Das gilt bei mir unter Cheaten. Natürlich gilt bei mir alles unter Cheaten, was den anderen einen Vorteil verschafft, den ich nicht habe. Insofern ist natürlich auch. Es ist nicht gecheatet, wenn du mir hilfst. Wenn ich dir helfen würde, dann würdest du cheaten. Das wiederum ist richtig, genau. Ja, genau. Wie willst du mir helfen? Weiß ich nicht. Steuererklärung. Hast du schon jemanden, der sie macht? Brauche ich nicht. Was? Ach so, bezahlst keine Steuern. Vielleicht möchte ich es auch mal haben. Das Einzige, was ich zahlen muss, ist den Unterhalt vom Konto. Was? Du musst Unterhalt zahlen? Okay, meine Handyrechnung vom Konto, Mensch. Ach so. Wie heißt denn der Schmarrn? Unterhalt. an deine drei Kinder, oder was? Ja, genau. Während die Viecher respawnen, kann ich ja mal da kurz drüben schauen. Wo du? Ach, da. Zum Finanzstatus. Ich kann ja, das heißt Entgeltabschluss. Ach so, also Kontoführungsgebühren, sowas in der Art. Ja, Unterhalt vom Konto halt. Kontoführungsgebühren? Das kannst du bei der Steuer tatsächlich abzahlen. Mhm, ja. Das sind 10 Euro im Monat. Jo. Dann habe ich. 10 Euro? Was hast denn du für ein Konto? Girokonto. Bei welcher Bank darf man das fragen? Girokonto, Sparkasse. Also, na gut, da kann das möglich sein. Ist das viel? Also ich zahle, ich glaube auch 10 Euro im Jahr. Warte, ich habe 3. Februar. Ich habe 30. Dezember, das ist nicht jeden Monat, 30. Dezember. Wobei, 9 Euro. Ja, nee, das ist gelogen. 10 Euro im Jahr kommt auch nicht ganz hin. Ich glaube, von 6 Euro im Monat. Das war das falsche Konto, was ich jetzt gerade erwähnt habe. aber es war weniger auf jeden Fall. So. Kann sein. Wollte ich ja nur mal gesagt haben. Ja, ich habe im Dezember 10 Euro zahlen müssen. Oh, kannst du aufhören, Schaden zu kriegen? Das wäre ganz nett von dir. Warum? Es wäre ganz nett, wenn du keinen Schaden kriegst, weil du sonst sterben könntest. Und das wäre aber nicht nett von dir, wenn du mich sterben lässt. Die ultimative Herausforderung. So, was hast du gesagt mit Konto Monat? Ich habe im Dezember gezahlt und dann nochmal, also Ende Dezember und Anfang Februar, 10 Euro Entgeltabschluss. Dann habe ich noch meine Handyrechnung 10 Euro im Monat und was noch? Amazon Prime halt. 8 Euro im Monat. Also für Videos halt. Ich schau da bei. Wie heißt der Schmarrn? Amazon Prime Video oder so ein Quatsch. Ja, ich auch. Alles gut. Aber. Ich schau nur eine einzige Serie und das ist Avatar. Der Anime, ne? Beziehungsweise ist ja kein richtiger Anime.
Es wird sich immer darum gestritten, ob es jetzt eine Cartoon ist oder ein Anime. Ja, die Müsste-Idee, es ist, ich würde sagen, als Kompromiss, es ist ein Anime-ähnlicher Cartoon, weil es ist ja, glaube ich, gar nicht von, weil Anime kann, darf man sich ja eigentlich nur schimpfen, wenn man wirklich hier aus der japanischen Ecke kommt. Ich heiße Anime ja nur animiert. Ja, im Prinzip schon, aber Cartoon heißt auch nichts anderes, oder im Prinzip, oder Animationsfilm. Sag mal Animationsfilm, das würde funktionieren. Das ist aber kein Anime. Okay. Aber wie gesagt, vom Stil her, deswegen könnte man das ganz leicht verwechseln. Ja, halt eigentlich auch von der Geschichte her würde man sagen, ja, eigentlich ist es ein Anime, ist aber, weil, wie gesagt, nicht wirklich hier in Asien, sondern, glaube ich, weiß gar nicht, was, Amerika? Also irgendwo auf jeden Fall nicht in Japan produziert die Produktion, und deswegen gilt das da mehr oder minder nicht als Anime. Naruto kommt aus Amerika, hat aber asiatischen Stil. Genau. Also alle, der Inhalt ist komplett asiatisch gehalten. Genau. Apropos gehalten, wir können es so halten, dass wir jetzt abhauen. Vielleicht nochmal bei so, Gerda vorbeirennen. Ja, bei Gerda, ich renne nochmal vor Gerda vorbei, ja, genau. Gerda Bremen. Mal gucken, ob Kiri überlebt. So. Wie hieß die Gerda mit Nachnamen? Ja. Weiß nicht, wie die mit hieß. Keine Ahnung. Nee, Greta hieß die, ja. Ach so. Greta Thunberg, genau. Thunberg, ja. Google hat's verraten. Du musst hier nach rechts, Google hat's verraten. Ja, ich habe auch gerade gegoogelt. Und deswegen habe ich es so gehabt. Ja, ich höre es. So. Okay, also Gerda Thunberg, wir haben gleich eine neue Quest. Was ist das hier? Ist ja gut, lass mich mal. Ja, danke schön. Margarita, ne? Nix hier drin, wie es aussieht. Also muss ich wohl draußen abgeben. Oder noch schlimmer, irgendwo anders. Margarita? Wie heißt der NPC? Die verwechsel ich ja immer. Marinade vielleicht. Hör ich nicht, bitte. Marinade. Uralte Schriften, älter, dass ihr das könnt. Dann haben wir hier angeben. Quero, Lehrmeister. Geht's halt, okay, nicht. Ja. Das ist schlau, was? Genau. Da, Hunter, Chowming. Ja, gut, die kennen wir ja. Ja, okay. Ich würde sagen, das reicht auch. Ich werde erstmal hier raus verzwitschern. Ja, mach mal. Einfach eiskalt in Richtung Bera, würde ich sagen. Ja, Bera. So, geht am schnellsten. Und dann würde ich auch sagen, dass wir hier mal die Folge beenden. Und in der nächsten Folge kann ich abgeben. Und ja, wir sehen uns in eben dieser nächsten Folge wieder. Lasst ein Däumchen da nach oben am besten. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Auch dem Julian den Daumen da lassen. unter meinem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.